Hallo, meine Wundervollen. Ich bin heute Abend auf eine Gala eingeladen und deswegen gibt es jetzt hier ein kleines Outfit of the Gala Night. Ich habe mir diese komische Frisur gemacht. Ich habe mir selbst eine Hochsteckfrisur gemacht und glaubt mir, Leute, ich wollte es filmen, aber Es ging nicht vor der Kamera. Es ging einfach nicht vor der Kamera. Ich musste von der Kamera weg. Ich weiß gar nicht genau, was ich machen will. Ich denke, ich will für den etwas wilderen Look gehen. Also wirklich die wilde Haarkrone. Ist jetzt nicht so, dass ich mir vorher irgendwie vielleicht mal ein Tutorial oder so angeguckt hätte. Nein, ich mache das jetzt hier einfach so frei Schnauze. Und ich gucke auch nur in den Kamera Dings hier rein, um zu checken, ob das einigermaßen gut aussieht. So macht man das. Genau so macht man das. Dann wird das auch richtig gut. Das Schöne bei den Dreads ist ja, dass man die Haare einfach so miteinander verknoten kann, ohne großen Aufwand. Braucht keine Haarspange, kein nix. Aber das hier ist noch nicht so schön, ne? So, das legen wir mal hier rein. So. Aha, es sind noch ein paar Haare übrig. Ah ja. Ah, guck mal. Das ist nicht schön. Da habe ich so eine Lücke. Das will ich nicht. Ich habe keine Ahnung, ob das hält. Ich weiß nicht mal genau, wie das aussieht, weil ich es nur in der Kamera sehe. Ich guck mal kurz in den Spiegel. Nochmal von vorn. So, ein kleines Bienennest. Boah, ist das langweilig. Boah, hab ich eine langweilige Frisur. Und mein Outfit besteht aus diesem schwarzen Oberteil. Und darunter trage ich einen schwarzen Body. Und dann gibt es noch einen Rock dazu und der sieht so aus. Und ein Silberglitzerjäckchen mit Pailletten. Das ist mein Outfit. So werde ich zur Gala gehen. Die Schuhe, die ich anziehe, will ich euch noch zeigen. Das sind die Schuhe, die ich anziehe, denn ich bin ja nicht verrückt und laufe hier auf hohen Hacken über den Stein. Mache ich nicht. Nee, ich ziehe flache Schuhe an und ich finde, die roten Schuhe passen sehr gut zu meinem Outfit. Wenn du das auch findest, kannst du dem Video ja ruhig einen Daumen nach oben geben und wenn dir das Video gefallen hat, leite es doch bitte an alle deine Bekannten weiter. Gefiel es dir nicht, sag das bitte mir. Schreibe mir auf Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat oder eine E-Mail. Um keine weiteren Videos zu verpassen, abonniere diesen Kanal. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit und wünsche dir Sonne im Herzen. Mua.